nehme euch heute mit. Behind the Scenes von 8 Jahren Paillette geht immer hier wunderschön im BKA-Theater. Ich wollte euch nämlich jetzt einfach mal zeigen, wie so eine große Unterhaltungsgala eigentlich von hinten aussieht. Ach, da ist die Intendant. Gibt es mir noch einen Drücker? Ja, okay. Ja. Und heute ist sehr gut bestuhlt. Und wir reden nicht über Durchfall, sondern wir reden über Stühle. Schaut mal, wir haben heute 218 Gäste im Saal. Hier passen maximal wie viel rein? 220 passen hier maximal rein. Guck mal, hallo Jule, hallo Sven. Hallo. Das sind die beiden, die machen eigentlich alles hier, damit die Show schön wird. Ich bin ja nur schmückendes Beiwerk. Schön, dass wir hier sind. Guck mal, das sieht schon besser aus. Ist aber noch nicht fertig aufgebaut, die Bühne. Das wisst ihr schon, ne? Schon wieder ganz schön bockig, die zwei. Und hier ist nachher das Backstage. Oder hier ist jetzt das Backstage. Und hier können wir uns jetzt ausbreiten. Jetzt werdet ihr euch vielleicht wundern, warum hier eigentlich eine Kamera steht. Weil, das werde ich euch jetzt erklären, weil wir werden zum ersten Mal heute in der Show eine Live-Schalte von der Bühne in den Green Room haben können. Ron, bin ich im Bild? Und dann sieht man nämlich vorne, was hier hinten passiert. Und das zeige ich euch jetzt mal. Guckt mal hier. Das sieht halt aus wie ein Gemälde von Rembrandt. Aber nein, das ist eine Kamera. Und ich zeige euch jetzt mal, das wird live übertragen. Ich liebe sowas. Moment, ich bin gleich wieder da. Dann werde ich mich jetzt erstmal ausziehen und die ersten Künstlerinnen und Künstler kommen ab 17 Uhr. Wir haben es jetzt 16 Uhr. Quatsch! Doch, 16.45 Uhr. Bin heute ein bisschen aufgeregt. Oh, Weinhaus! Ich habe alles vergessen. Ich habe kein BH dabei, ich habe keine Bauchweckhülse dabei, ich habe keine Strumpfhose dabei, ich habe keine Titten dabei. Und meine Würde habe ich auch zu Hause gelassen. Hallo. Verarschst du mich gerade? Nicht mal ins Ernst. Und die Schlange vom Boiler geht bis nach draußen durchs Tor und ist Eintritt 28 Euro. Und als ich angelatscht kam, habe ich gedacht, die wollen alle zu uns. Nee, die wollen alle Schwänze lutschen. Hast du die Bestuhlung gesehen draußen? Da haben 218 Leute im Publikum. Bums mich. Ja, ich bums dich gleich. Da können wir Stage-Diving machen, Jurassic. Das haben wir doch schon lange geplant. Gar keinen Fall. Patricia. Hi. Du machst heute Einlass? Genau, für mich und deine Gäste. Geil. Hi. Guten Tag. Wir filmen heute auch ein bisschen. Ja, das ist der hübsche Mann da hinter der Kamera. Das ist der Ron. Er möchte nicht sprechen, wenn die Kamera an ist. Robin ist da. Das weiße Kreuz, ja. Also Mitte Leinwand. You help me, hello. 7, 8 nights in a row. Weinhaus wird nämlich heute ein Spiel spielen mit zwei Gästinnen, aber ich möchte gerne sexy Boys haben. Meinst du Fickboys? Ja, so richtige Fickboys. Musst du suchen, und zwar heißt das Spiel Come Face, liebe Weinhaus. Und das erkläre ich dir jetzt. Zwei treten gegeneinander an und beide müssen so schnell, mach mal mit, beide müssen so schnell wie möglich halt wichsen. Das war kein Wasser. Mach's nicht kaputt! Und dann, wenn es bei dem anderen zum ersten Mal spritzt, hat der verloren. Und die spielen 3 Runden. Wer gewonnen hat, bekommt ein Freigetränk von der Bar. Ja, aber da kann ich ja einfach ganz langsam so machen. Nein, du willst ja, du musst schaffen, dass der hier spritzt. Ach, durch meinen Pumpen spritzt die andere? Ja, genau. Ach, jetzt, ich bin halt auch dumm. Ja, man pumpt gegeneinander. Ah, ja, okay, gerne. Come face. Oder machen wir das dann mal vor, damit die Leute schnallen, wie es geht? Ja, natürlich. Was freust du dich drauf? Auf jeden Fall. Oder wir könnten ja mal gucken, ob die Kylie Minogue im Publikum sitzt, aus dem Can Get You Out of My Head Video, wo sie die rote Plastikscheibe anhat. Oder so. Die ist bestimmt da, ne? Der hat gesagt, sie kommt. Natürlich kommt die. Madonna kommt auch. Beyoncé hat zugesagt. Weiß aber nicht, ob Jay-Z auch mitkommt. Der muss wahrscheinlich wieder mit einer anderen Frau schlafen. Ein bisschen schwierig. Und die Victoria Beckham. Kunst kostet Kraft und Haarspray. Und vielleicht möchtest du mir auf PayPal eine kleine Wertschätzung dalassen. Da würde ich mich sehr freuen. Ron, ich habe gestern vom Einschlafen hat mir mein Fotostream auf meinem iPhone so Fotos vorgeschlagen von früher und vom Jubiläum von vor 5 Jahren. Und da habe ich ein Foto von der Weinhaus gefunden. Und ich weiß nicht, ob die Kamera es einfangen kann, aber ich weiß nicht, was da passiert ist, aber sie sieht aus, als ob sie einen Schlaganfall hat. Ich finde sie sehr süß und musste ganz doll kichern. Gestern habe ich gleich der Weinhaus geschickt und ihr findet es komischerweise gar nicht so. Ich meine, ich bin da jetzt gerade auch wieder ein optisches Highlight, aber da habe ich wirklich, das ist, da habe ich...
Da bin ich auf Sendung, du, aber richtig. Besonders schön ist halt der sehr niedrige Haaransatz. Also das konnte sie noch sehr gut. Und halt der Lippenstift ist schön. Und halt auch diese Augen, die so ein bisschen verschoben sind. Auch ich weiß auch nicht genau, was da passiert ist. Vielleicht ist sie ein Gemälde von Picasso. Jade möchte doch nicht gefilmt werden, weil die sieht wahrscheinlich genauso beschissen aus wie ich gerade. Und aber ich bin ja da relativ, wie sagt man, niveaulos. Ich habe gerade der Patricia, habe ich gerade gesagt, wo ich hier meine Freundinnen und Freunde zu sitzen haben möchte. Meine Eltern kommen heute auch. Und das habe ich jetzt gerade gemacht. Und jetzt mache ich gleich Soundcheck mit der Jadeperle, weil ich singe nämlich heute ganz hochwertig ein Duett mit der Jadeperle. Und da wollen wir mal gucken, wie das so wird. Please forgive me if I seem naive. I would never want to force your hand, but please understand I'd be good for you. Aber ja. I don't always rush in like this. 20 seconds of ich war zu früh. I would be good for you too. Ist das so? Geil. Ja, genau. Gib weg, muss man die Wimpern. Und ja, dann macht er deine scheiß Wimpern. Good for you. Das ist Pen M. Pen M ist gerade gestresst. Oder müde? Müde, tot, nicht anwesend. Okay. Einfach irgendwas dazwischen. Aber hat mir meine Haare mitgebracht. Haare. Haare. Ich habe den Merle, den Monroe. Oh. Ja, guck mal, der Volumen. Ja, eine Mischung aus Merle und Lindley Evangelista, habe ich gedacht. Ach ja, stimmt. Lindley Evangelista. Guck mal, sieht das schön aus? Haare. Das sind Haare, sind keine echten Haare. Fayette geht immer. Oder dachte Liga. Ich mir auch. Alles gut? Alles gut. Etwas aufgeregt. Hallo. Rachel Intervention, Candy Crash. Hilfe, warum hast du Kameras da? Ja. Tombola ist Tombola, Tombola. Oh, Jessica, hallo. Schön, dass du da bist. Du hast deine Eltern zum Flughafen gebracht, ne? So zum, ähnlich. Zum Bahnhof. Mein Fick-Date. Hast du nicht was von deinen Eltern auf WhatsApp gehört? Nein, von meinem Brite. Ach so, ich habe irgendwie Eltern verstanden. So egal. Tombola ist heute nackt und wird mich bedienen. Da freue ich mich sehr drauf. Bitte Kamera anschalten. So dicht? Na gut. Perle, ja? Wie dumm bist du eigentlich gerade genau? Erzähl doch mal. Ja, schon ziemlich. Warum? Ich habe nämlich mir ein Haar gemacht, eine Frisur und habe vergessen, dass ich noch ein T-Shirt anhabe. Und da muss ich mich dann quasi, also ich muss das T-Shirt heute nach unten rum ausziehen. Aber das wird ja kein Problem sein. Das wird kein, du bist ja so schlank, du passt ja mit meinen Haaren. Schlank wie ein junger Leopard. Und Candy, was erwartest du heute von heute Abend? Ganz viel Gesang und ganz viel Gesang habe ich gehört, würde ich erwarten. Ich bin super gespannt, das Publikum tatsächlich. Also wir haben volle Bude heute. Ja, ja, wir haben 220 Leute. Geil. Also so doll bestuhlt war es wirklich schon lange nicht mehr bei mir. Und bin natürlich freudig erregt tatsächlich. Das freudig erregt. Ja. Und, das freut mich. Und es sind noch ein paar Leute im Publikum, die in meiner Show dieses Jahr waren. So,